Dietlind Kautsky hat sich mit einem dunklen Teil der schleswig-holsteinischen Geschichte befasst. Durch die Nachkriegszeit und die 68er Studentenbewegung geprägt, beschäftigen sie seit ihrer Jugend Biografien und der Umgang von Menschen mit den Brüchen in ihrem Leben. Ihr Buch »Mein Schicksal ist nur eins von Abertausenden« widmet sich 9 Biografien von Personen, die den Todesmarsch vom Polizeigefängnis in Hamburg-Fuhlsbüttel ins Arbeitserziehungslager Nordmark in Kiel mitmachen mussten. Dort, wo 1944 bis 1945 ein Ort des Schreckens war, stehen wir an einem frühlingshaften Tag im Grün. Am Mikrofon Bernadette Scala. Sie hören »Hallo Heimat«, der Schleswig-Holstein-Schnack. Ja, dieses Arbeitserziehungslager Nordmark wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges, also etwa im Juni 1944, von den Nazis errichtet. Und dorthin kamen Menschen, die sich nicht im Sinne der Nazis nicht wohlverhalten haben. Viele Fremdarbeiter, die wurden natürlich strafmäßig hierher gebracht, also offiziell Arbeitserziehungslager. Aber was das unter der Nazizeit bedeutet, das können sich viele von Ihnen ja auch vorstellen. Das war nicht so schön. Es waren natürlich nicht nur die Zwangsarbeiter oder Fremdarbeiter, sondern es waren eben auch Deutsche, die sich nicht wohlverhalten hatten. Aber ungefähr 2/3 waren eben Ausländer, die in diesem Lager waren. Und die wurden dann zur Arbeit zum Teil in die Stadt ausgeliehen. Das heißt, es konnten auch viele Kieler mitbekommen, dass es das gab. Und meine Nachbarin erzählte mir eben auch von ihrer Familie, dass sie war ein kleines Kind, aber dass ihre Mutter das sehr deutlich mitbekommen hat und eben auch einmal nach Hause kam und völlig entsetzt war und ihrem Vater völlig entsetzt über das, was sie gesehen hat, berichtet hat. Ja, und das Arbeitserziehungslager gab es ja nur ein Jahr, grob, aber es gab trotzdem 4.000 bis 5.000 Menschen, die hier ja gelebt haben, beziehungsweise eigentlich inhaftiert wurden ja fast. Und nicht nur fast, die wurden wirklich inhaftiert. Ja. Das war eine Inhaftierung, also da möchten wir beide nicht sein. Also auf das jeden ist, Fall nicht. Ja. Ja, und es sind 578 Menschen auch ums Leben gekommen. Ja. Hier, wo wir stehen, da gibt es eine Stele, die 2003 hier errichtet wurde zum Gedenken. Dort sind auch einige Namen aufgeführt. Und daneben ist ein Stein, der 3 Jahre vorher, also 2000, gefunden wurde. Ein ehemaliger Gedenkstein, noch ein Überrest. Und hier sind auch 3... Ja, Informationstafeln, wo man nachlesen kann, was da gewesen ist in der Zeit. Und wir befinden uns in Kiel am Russsee. So, jetzt könnte man ja annehmen, dass Sie Geschichte studiert haben, wenn Sie sich da so in die Materie gearbeitet haben. Ich weiß aber, dass Sie Physik studiert haben. Wie kommt dieser Bogen zustande, dass Sie sich da so engagieren? Also ich habe so nebenbei bemerkt, habe ich nicht nur Physik studiert, sondern ich habe auch Politik studiert, damals in Bremen in den 70er Jahren. Aber das ist eigentlich nicht der Grund für mein Engagement. Also ich bin 1950 geboren, also 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mich hat als Kind zum Teil auch, aber vor allen Dingen als Jugendliche hat es mich so vor unfassbare Fragen gestellt, als ich erfahren habe, was da alles so passiert ist in den KZs. Und ich erinnere mich noch, dass die gesamte Schule ins Kino ging und wir haben einen Film geguckt, wo unter anderem gezeigt wurde, wie ein KZ von den amerikanischen Soldaten befreit wurde. Und wir haben wirklich da gestanden und haben gedacht, also sowas kann gar nicht sein. Und wir haben natürlich unsere Eltern gefragt und die sind uns irgendwie die Antworten schuldig geblieben. Und das hat uns dann auch weiterhin beschäftigt, und das beschäftigt mich auch heute, wenn ich mich mit Biografien von solchen Menschen beschäftige, dass man eigentlich denkt, sowas, wie können Menschen zu sowas, zu solchen grausamen Taten in der Lage sein? Und das hat Sie dann dazu bewogen, Politik zu studieren? Ja, das war natürlich, also das war ja die Zeit. Ich habe 68 die Studentenbewegung als Schülerin so miterlebt. Und das war die Zeit, wo wir ganz massiv gesagt haben, es darf nie wieder Faschismus sein. Und die Frage war, wie können wir eine
menschenwürdige Gesellschaft aufbauen. Und dass es auch in unserer Generation natürlich unglaublich viele verschiedene Richtungen gab und auch unglaublich viele Irrtümer gab. Das ist natürlich auch klar. Aber wir wollten eigentlich, ja, wir wollten schon eine menschlichere Welt aufbauen. Und das war auch das, was mich bewegt hat, als ich meinen Mann 1970 kennenlernte, der auch im Grunde ja, in gewisser Weise politisch fast noch aktiver als ich sich engagiert hat. Und den diese Frage auch sein Leben lang umgetrieben hat. Und dennoch denke ich manchmal heute, oh Gott, und wie geben wir die Welt jetzt eigentlich an die nächste Generation weiter? Manches ist ja wirklich toll, wir leben ja hier auch im Luxus, mehr oder weniger. Aber wenn man so weltweit guckt, ist es, und wenn man sich die Ökologie anguckt und wenn man sich die Kriege, die weiterhin stattfinden, anguckt, dann ist man schon manchmal, hat man das Gefühl, naja, so toll ist das auch nicht, was unsere Generation geschaffen hat. Ihren Mann durfte ich ja auch noch kennenlernen. Der war im Dezernat für Bau und Umwelt in Neumünster und hat, glaube ich, das, was er beruflich gemacht hat, auch privat gelebt. Also er hat sich sehr um die Umwelt gekümmert, Obstwiesen. Ich habe ihn kennengelernt im Rahmen des Projektes Chaussee Altona Kiel. Das war die erste ingenieurstechnisch angelegte Straße von Altona nach Kiel, um die Transportwege zu verkürzen. Aber es war auch Schauplatz eines Todesmarsches, nämlich dessen mit 900 Gefangenen, die dann hier in dieses Lager gekommen sind. Sie haben darüber ein Buch herausgegeben, gemeinsam mit Herrn Kepernick. Dort schildern Sie 9 Biografien von Teilnehmern, die ja schon sehr prägend sind. Also wenn man das liest, das ist ja schon etwas, was man auch mitnimmt, oder? Ja, das nimmt man mit. Es ist aber auch gut, wenn die Sachen, also wenn diese Erfahrungen auch weitergegeben werden. Und von daher bin ich auch froh, dass wir dieses Buch geschrieben haben. Natürlich ist es so, dass es auch gerade für die Angehörigen dieser 9 Personen, also so die jetzt leben, und zu vielen haben wir eben auch Kontakt, dass es für die Angehörigen auch tröstlich ist, dass es wenigstens in Deutschland jetzt gesehen wird. Es ist tatsächlich so, dass auch dieses Bewusstsein, ich nehme jetzt mal als Beispiel Herrn Nathan, der gesagt hat, das hat ihn auch bewogen, der Kontakt mit der Biografiengruppe und mit meinem Mann hat ihn damals auch bewogen, nach Deutschland zu kommen. Und er hat festgestellt, anhand dieser Gedenkarbeit, die stattfindet, dass sich eben Deutschland ganz gehörig gewandelt hat gegenüber dem Deutschland, was seine Mutter erlebt hat. Denn seine Mutter musste diesen Todesmarsch von Hamburg nach Kiel mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zusammen gehen. Und es ist auch so, dass er zum Beispiel nicht immer wusste, was sie erlebt hat. Und erst als er seine Frau kennenlernte und die eben intensiver mit ihr ins Gespräch kam, kamen diese Dinge raus. Das war so furchtbar, dass sie das eigentlich ihren eigenen Kindern auch gar nicht erzählen mochten. Ja, und dennoch ist es dann so gewesen, dass er ist praktisch auch derselbe Jahrgang wie ich, dass er jetzt, wo er in Rente ist, sich eben auch sehr intensiv mit Familiengeschichte befasst hat und auch hier in Kaltenkirchen in der Schule einen Vortrag gehalten hat, wo er seine Familiengeschichte erzählt hat. Und diesen Vortrag haben wir auch in unserem Buch dokumentiert. Hinter dem Buch steht ja auch eine Arbeitsgruppe, die Biografien-Arbeitsgruppe. Sie haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass Sie diese Biografien alle aufarbeiten, weil die Hinterbliebenen das verdienen. Also erstmal ist natürlich nicht so, dass wir die alle aufarbeiten, weil es sind eben 800 bis 900 Personen, die das, also über 800 auf jeden Fall, die diesen Marsch mitmachen mussten. Alle kennen wir nicht. Also wir haben inzwischen etwa 250 Personen, die wir mit Namen kennen und die werden auch in diesem Buch dokumentiert. Ja, und zur Gründung, also zur Entstehung der Gruppe kann ich noch mal erzählen. 2015, im April 2015,
Da hat eine Gruppe aus verschiedenen christlichen Gemeinden, zum Teil auch freikirchlichen Gemeinden, die haben diesen Marsch nachvollzogen. Also die sind diesen Weg nochmal gegangen, allerdings mit Schuhen und natürlich mit einer ganz anderen Bequemlichkeit. Und da ist bei diesem Marsch ist unter anderem die Tochter von Hilde Scherman, die den Marsch mitmachen musste, und ihre Enkeltochter. Die sind beide dabei gewesen und sind aus Israel und den USA eingereist, um eben das zu machen. Und diese beiden haben mein Mann und ich dann auch kennengelernt und haben mit ihnen gesprochen. Und da kommt einem das Thema eben doch nochmal wieder näher. Und eben auch so diese unfassbare Frage, wie kann man damit leben? Also Hilde Scherman war eine, die eben viel geredet hat. Aber viele von den Opfern waren eben auch so, dass sie eigentlich kaum, dass sie ihren Kindern auch gar nicht darüber erzählt haben. Und dass aber trotzdem die Generation der Kinder, in denen es weiterwirkt, und es wirkt auch irgendwo an den Enkeln weiter, das wissen wir ja heute, dass die Generation der Kinder, als sie es dann wusste, nochmal ein anderes Verständnis auch entwickeln konnten für ihre Eltern. Wie haben Sie das an Ihre Kinder weitergegeben? Ja, also ehrlich gestanden ging es meinem Mann und mir auch so, dass wir, als die Kinder klein waren, nicht über solche Sachen groß gesprochen haben, weil wir schon auch der Meinung sind, dass Kinder ein Recht haben auf Geborgenheit. Und also es manchmal wird dann, ich kenne das auch, dass manchmal schon im Kindergarten, also in der Zeit, wo unsere Kinder groß wurden, war es so, dass manche Kinderläden dann schon im Kindergarten Kinder darüber informiert haben. Und das ist mir persönlich ehrlich gestanden zu früh. Worüber wir mit unseren Kindern gesprochen haben, das ist über Akzeptanz und das Thema Ausgrenzung. Das heißt, also ich habe das bei meiner einen Tochter erlebt, als dann ein Kind in ihrer Klasse so ausgegrenzt wurde, dass sie sich solidarisch dahinter gestellt hat. Es waren sogar Zwillinge, dass sie sich solidarisch hinter die beiden gestellt hat und dann eine Zeit lang auch ausgegrenzt wurde. Aber nachher eben auch wieder ging das weg. Aber das war schwierig für sie. Und sowas haben wir schon mit den Kindern also früh besprochen, solche Dinge. Also dass man Verständnis und Akzeptanz für andere Menschen findet, aber über die Geschichte des Nationalsozialismus haben wir dann irgendwann in der Jugend natürlich auch mit unseren Kindern gesprochen, also erst als sie ein gewisses höheres Alter hatten. Wir haben uns vorhin auch kurz über Werte unterhalten, die was man aus dieser ganzen Geschichte lernen kann. Mhm. Wollen Sie das nochmal zusammenfassen, weil das fand ich ganz spannend. Mhm. Genau, also man fragt sich ja, warum können Menschen sowas tun? Und ich glaube, dass es eine Zeit war, in der Angst alles bestimmt hat. Also und natürlich waren besonders die Opfer von Angst bestimmt, weil die wussten ja nicht, was auf sie zukommt. Aber manchmal denke ich auch, die Täter waren angstbesetzt. Und zwar nicht nur so in der Tiefe waren die angstbesetzt. Es war ja auch, ich meine, die Ideologie war ja auch immer nach dem Prinzip, wir schlagen zurück und wir fühlen uns angegriffen. Und ich habe als Lehrerin es auch immer erlebt in der Schule, dass die Kinder, die aggressiv waren, die waren tatsächlich davon überzeugt, dass sie angegriffen werden. Sie waren wirklich davon überzeugt, dass sie angegriffen werden, dass sie Opfer sind und dass sie sich wehren müssen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir irgendwo einen Weg finden, eine Welt aufzubauen, in der der Mensch dem Menschen vertrauen kann. Und indem wir auch den Menschen, ja, also indem wir auf jeden Fall alles andere tun, als Angst zu schüren, sondern dass wir irgendwo gucken, dass wir sichere Räume für möglichst alle Menschen schaffen, in denen sie sich geborgen fühlen können und anderen nichts antun müssen. Für mich ist das Wichtigste eben wirklich in den Anfängen Menschlichkeit zu leben und Menschlichkeit zu pflegen. Also nicht erst, wenn alles zu spät ist. Also wir haben ja auch in Bezug auf den Nationalsozialismus immer diesen Spruch gesagt, wehret den Anfängen. Und da ist auch wirklich wichtig, dass man, aber ich finde, die Anfänge sitzen eben noch tiefer, dass wir Räume der Sicherheit also schaffen. Und zwar nicht nur Sicherheit, die im Sinne von Verteidigung ist, sondern eine andere. Und
dass wir eben, also was heißt Menschlichkeit? Für mich ist Menschlichkeit mit den drei hohen Werten Wahrheit, Liebe und Freiheit verbunden. Und das hört sich alles so ein bisschen hochgestapelt an, aber für mich ist eben Wahrheit, dass man so relativ, dass heute auch gesagt wird, dass es ist, so sehr ist für mich Wahrheit eben, dass man authentisch bleibt und dass man sagt, was man sieht und sagt, was man denkt und das nicht verdreht. Dass man die Tatsachen einfach nicht verdreht, das ist für mich vor allen Dingen auch Wahrheit, dass man einfach authentisch bleibt. Und ja, ich finde schon, also wir brauchen eine Gesellschaft der Liebe, auch wenn sie sich so großartig anhört. Aber Liebe ist für mich zuerst, dass ich den anderen akzeptiere und dass ich mit einer gewissen Wertschätzung mit dem anderen umgehe. Dass ich eben, auch wenn der vielleicht vollkommen kruse Meinungen hat, vielleicht trotzdem ihm eine Wertschätzung entgegenbringe und vielleicht einfach eine Frage habe, warum ist das jetzt so? Und eben nicht ausgrenzen, auch vielleicht auch nicht ausgrenzen, wenn uns Sachen schräg vorkommen. Und das andere, Freiheit, ist, dass wir authentisch unsers in Freiheit leben und dass wir dem anderen seine Freiheit lassen. Da gibt es natürlich immer Konflikte, das ist ja ganz normal. Aber dass wir eben wissen, dass die Würde des Menschen verletzt wird, wenn wir den Menschen die Freiheit nehmen. Und dass wir, das ist ja das, was die Nazis nun ganz massiv gemacht haben, also bestimmten Menschengruppen, also und ja auch ganzen Nationen versucht haben, die Freiheit zu nehmen, also dem ganzen russischen Volk. Also ist ja unglaublich, was die leiden mussten. Und natürlich den Juden, das ist ja noch heftiger, weil die sie also richtig vernichten wollten. Also dass wir als Menschen jedem anderen Menschen ein Stück Freiheit zugestehen. Und das erste ist natürlich die innere Freiheit. Ja, Wahrheit, Liebe und Freiheit, das sind, glaube ich, drei schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Kautsky. Und wer sich noch tiefergehend damit beschäftigen möchte, auch mit dem Todesmarsch von Hamburg nach Kiel, dem sei das Buch Mein Schicksal ist nur eins von Abertausenden von Ihnen und Herrn Kepernick ans Herz gelegt. Das kann man im Internet bestellen. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, ich bedanke mich auch für Ihr Interesse. Es freut mich, dass der Heimatbund sich damit beschäftigt.